Update aus Spielzimmer. Ja, komm, wir ziehen uns das Video jetzt hier rein. Doch, wenn man den Modus viel spielt, dann wird man gut, weil der ist so voller Action geladen. Der ist halt voller Action irgendwie. Und dadurch ist er Sehr Action geladen. extrem actionreich. Ja. Let's go. Ich kann's echt nicht fassen. Jetzt erstmal nach Hause das Geld in Sicherheit bringen. Na klar. Obwohl, ich hab schon ein mulmiges Gefühl, mit so viel Geld durch die Gegend zu gehen. Ja, nee, okay, ohne Scheiß. Die Connection, die wir mal in den letzten Jahren hatten, die ist weg jetzt gerade. Die ist weg, Digga. Ohne. Digga, die ist weg. Ohne Scheiß, die ist jetzt gerade komplett. Was? Ich hab da jetzt einfach so eine Krone über meinem Profilbild. Warum? Leute, was? Corona? Ach, Junge. Ich muss Info machen morgen. Voila. Hallo, Corona in Profilbild? Ich will das nicht. Du guckst so freundlich. Ja. Und du kannst mir sicher einen Tipp geben. Ich mache ja YouTube und meine ganzen Zuschauer gucken nur Berlin Tag und Nacht. Wie kriege ich die zu die Bücher? Ich würde erst mal mit so Klassikern wie der Bibel anfangen, ne? Ja, Digga. Genau. Wirklich? Nein, auf keinen Fall. Ah. Hä? Schnelltest heute hinten? Ah. Das ist aber neu, oder? Schnauze. Also, nimm die raus, mach dann Nutella drauf und dann dreht die ein. Oh. Mit oder ohne Butter? Also die esse ich ohne Butter. Ja. Aber? Ja. Aber? Was? Sag's! Ja, aber normal immer mit Butter. Ja! 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 Ja, 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 dafür einen Dankhack. Ja, 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 ja. Und auf eine Pizza. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Freunde, wir haben's. Wir haben's. Ja. Was reimt sich auf verpennt? Du weißt, dass meine Tanne gerade abbrennt. Was reimt sich auf krank? Du hast doch nicht mal die Tassen im Schrank. Was reimt sich auf Hut? Wo ist denn alles gut? Was reimt sich auf was ist da drin? Geh da jetzt hin. Was reimt sich auf hast? Du gehörst in Knast. Ja. Was reimt sich auf Kosten? Nimm den Feuerlöscher, Mann, du Vollpfosten! Was reimt sich auf Strecke? Meine Hecke! Was reimt sich auf Latz? Schatz! Ist es eine Sünde, wenn ich in Clash Royale Holzfäller und Ballons spiele? Nein, es ist doch nur ein Spiel und es sind dafür vorgesehene Funktionen, um sie zu spielen. Sie sind dafür gemacht, damit man sie spielt. Deshalb kann das auch keine Sünde sein, weil das einfach nur ein Spiel ist. Ja, nur ein Spiel. Wenn wir das entziffern können, dann können wir so mega brainmäßig was Krasses daraus lesen. Stell dir mal vor, wir wüssten jetzt, was da steht. Erfolg. Willst du dich nicht umdrehen? Dann siehst du es doch auch. Fucking Rezo, Alter. Fucking Rezo. Toi, toi, toi. Gib dein Bestes. Genau. Das wird. Okay. Du schaffst das. Okay. Können Sie bitte jetzt von meinem Bett weggehen? Danke. Na, Kylo. Und ich empfehle euch nur. Digga. Monte ist wirklich der King of Dead Noises, also no joke. Seine Storys sind. Hier. Digga, wirklich Dead Noise Boss. Ich weiß, es ist nervig. Ich würde es wahrscheinlich selber auch nicht machen, wenn ich nicht meinen Engelagata hätte. Aber trinkt jeden Morgen, jeden zweiten Morgen frisch gepressten Orangensaft, Digga. Turn up, einfach Orangensaft. Also ich sehe sie woanders, Herr Ünlü. Was, wo sehen Sie mich denn? Ich sehe Sie eher in der Psychiatrie. Als Patient oder Pfleger? Ach, Spinner, nein, als Pfleger. Bist du ein lustiger Typ? Ja. Ja? Ja. Mach mal was Lustiges. Was Lustiges? Gut. Als ich reinkam und die Tür zuging, ist das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zum Fenster gegangen, hab den Vietnamesen zu mir gerufen, als wenn ich ihn schon Jahre kennen würde, wo ich ihn gar nicht kannte. Ja. Meinte, komm her, Onkel. Haben aus dem Fenster geguckt. Meinte, wie brechen wir heraus?
So, das war das erste Freistunde auch am nächsten Tag Hofgang mit Schreck zu den Russen gegangen und hab mit denen gecheckt, so, ey, was machen wir? Was gibt's hier für Wege? Was gibt's hier, was kann man machen? So, ich hab gar nicht akzeptiert, dass ich drin war. Ich dachte so, ey, ich spiele hier sofort raus. Ich hab nur 6 Kinder im Kofferraum und brauche eine Mutter. Wer will spielen Mutter? Wer will spielen Mutter für 30 Jahre? Nein. Frag mal, wie alt nein, du meinst nicht. Wie alt seid ihr überhaupt? Okay, ich muss wegfahren. Chillig, sich einfach als, also einfach mal einen auf Inder machen. Schrei jetzt die, Verkehr an, so. Halt deine Fresse, Verkehr, ich muss hier wegfahren, du bist 17, bist du dumm? Verdammte Scheiße. Bau mit 4, es ist noch nichts entschieden, 2 Runden werden noch gespielt. Also good luck an euch. Aua. Ja? Man mit nicht spielen. Jesus ist der Sieger, er hat es vollbracht. Also, ich meine, Jesus ist am Kreuz gelandet, ich weiß nicht, ob der Sieger ist. Das ist alles, was wir wissen müssen, Halleluja. Jesus, oh mein Gott, Jesus, Sass? Och, Jumbo, Ismet, das ist aber nicht schön, dass du da live bist. Wollen wir hier, guck mal, da kannst du deinen Freund winken einmal und jetzt machen wir das mal aus. Oh Gott, nein, warum bin ich denn dreimal in diesem Clip? Was ist das hier? Absoluter Legendenclip. Hä? Was für ein Clip ist das? Ich muss meine Kamera einmal hier in die Mitte machen. Was ist das für ein Clip? Ach, das ist mit der Schildkröte. Oh mein Gott, das ist wirklich ein, den kenne ich sogar noch. Oh Gott, nee. Ich habe Angst, dass er die Finger abbeißt. Boah, ich habe mich gerade schon erschrocken, weil ich weiß, dass die jetzt hochspringt. Oh, gut, dass du gestoppt hast, Simon. 1 da oben, danke. Ich hätte mich sonst erschrocken. Digga, meine letzten 3 Gehirnzellen einfach wirklich. Digga. Fucking recycle den. Stark. Eltern am Lehrerabend, nachdem sie alles in den Mittag erzählt haben. Hallo! Pack dein Zeug weg und komm hierher! Frittenpeter, danke, Kimi, danke. Du Hund! Marcel? Ich muss dir was Wichtiges sagen. Ja. Du bist ein Knecht. Ja, super, interessant. Digga, so ein. Ja, ich bin auch auf Tour, bin ich in Hamburg. In Hamburg bist du? Komm ich mal zu Besuch. Ja, das ist cool. An deinem? Ja, genau, an meinem. Ich zu Daniel. Also. Ne, hätte ich jetzt nicht erwartet, sag ich mal, aber ja. Seit wann? Doch. Wer ist zusammen? Warte mal kurz, willst du mich verarschen? Telefonierst du auch gerade? Warte, was? Telefonierst du auch gerade, oder? Ja, wieso? Oder wiederholst du mich nur? Ich telefoniere gerade, tut mir leid. Warum? Hä? Weil du genau dasselbe sagst wie ich, Mann. Echt? Nee, ich telefoniere, ja. Ja. Bis gleich, ciao. Ja, alles klar, bis gleich, ciao, ne? Das habe ich gerade aufgelegt. Dino, dürfte ich bitte bestellen? Hi, was hättet ihr denn gerne? Ich würde eine, lass mich das machen, eine orientalische Wasserpfeife bitte. Alles klar, Kiwi, Wassermelone. Man kennt's, Digga, aufs Portemonnaie schreiben. Granatapfel. Eine Shisha. Shisha, verstehe. Wollt ihr irgendwas zum Trinken? Wenn ich ein Wasser aus der Leitung bestelle, kostet das was? Nein. Na dann, eine Wasser bitte, Avi. Digga, what the fuck, Alter. Moment noch kurz. Ja? Hast du einen Bruder, der in einem Teppichgeschäft arbeitet? Nein. Ich habe keinen Bruder. Ach, ich war gestern in der Stadt einen Teppich kaufen und der Verkäufer, der war auch Ausländer, deswegen dachte ich nur. Was? Spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann. Flötenmann spielt die Flöte ram bam bam. Er liebt seine Freundin im Installer Street. Flötenmann spielt die Flöte wie ein Mann. Ein Geist ist